nächste das dritte. Ihr habt ein wenig dazugelernt. Vielleicht werdet ihr sogar überleben. Schön. Das ist sehr schön. Und weg sind wir. Das war skurril. Also er hier hat uns in den Raum mit den Steinköpfen teleportiert. Die haben uns das gefragt, wir haben geantwortet, soweit gut. Das ist genau, was der Geist wollte. Auch wenn wir nicht unbedingt besonders schnell und genau richtig geantwortet haben, aber... Ah ja. Ihr habt den Raum gefunden, der euch den Weg weist, aber ihr seid noch nicht fertig. Der Weg ist euch noch nicht klar. Versteht die Pfade, die fortführen von hier und ihr werdet zurückkehren. Rätsel über Rätsel. Und wir haben noch immer den Knochenschlüsselstein. Wer sagt, Düner hier hat ihn. Gib ihm mal Gerogon. Na gut, wir hocken uns erstmal jetzt zusammen und speichern ab. Das konnten wir eben ja nicht. Und schlafen. Ihr könnt jetzt nicht ruhen. Dann heil dich mal. Und du heil dich auch. Du trink einen Trank und du trink auch einen Trank und du heil dich nochmal. Oh, geht nicht. Können wir jetzt schlafen? Nö. Das ist ärgerlich. Dann gehen wir doch mal nach oben. Vielleicht können wir da schlafen. So. Bitte lass mich schlafen. Ja, schön. Und keine Unterbrechung, so soll's sein. Aber ja, ich weiß schon, warum ich damals aus dem Turm raus bin. Der Turm ist so anstrengend. Auch die Geschichte hier, mit dem kurz mal in die Stadt gehen, Düner hier wiederbeleben, hat Stunden gedauert. Mit zigmal Neuladen und vergessen Aufnahme zu drücken und... Ja. Also ich meine, der Turm ist zwar interessant und alles, aber wenn man sich da nicht ganz so auskennt und nicht unbedingt eine Komplettlösung lesen will, ist das schon nervig. So, nochmal schlafen. Gut, und runter. So, was haben wir denn jetzt? Hier war die Schmiede, wo wir den Knochenschlüsselstein gefunden haben. Hier war Islaine, hier ist Dolaks Geist. Da ist der Steinkopf, der uns zu den anderen Steinköpfen teleportiert. Hier ist der Schleimbereich, da könnten wir weiter. Und was ist hier? Das ist ein Durchgang. Okay, gehen wir nochmal dahin. Obwohl es eigentlich auch am Wayne wohl lang gehen. Gehen wir hier lang. So, alle hin, immer und vor. Ah, ich bin mir nicht sicher, ob das Schleim ist oder Säure. Oder einfach irgendwas anderes Grünes. Pilze. Hoffentlich kommen jetzt nicht diese Monster, die ich aus Baldur's Gate 2 kenne. Diese Pilzwesen, die verwirren. Was war das? Minsk kriegt Schaden. Oh, ja, Minsk, lauf nicht in die Säure. Das soll wehtun, habe ich mir sagen lassen. Oh. Und sie ist gleich... Magie-Bann auf Immun. Und schnell töten. Oh, Fallen suchen. Oh, Sackgasse. Oh, und da kann man schon mal raufklicken. Und hier höre ich Spinnen. Oh, Aaskriecher und noch mehr Ghule. Zurück zur Gruppe. Nee, bloß schöne Pfeil und Bogen. Und nochmal Magie brechen. Auf ihn.
So. Und immer wieder vor und gucken, was da drin ist. Der Rest kann schon mal ein bisschen nachziehen. Großer Ghoul-Angriff im Moment. Wow. Wow. So, du. Hehehehe. Wechselst mal ganz kurz. Und wechselst zurück. Und gehst dahin. So, alle auf den. Du nach hinten. Du da drauf. Und ne, einen normalen Feuerball. Pi mal Daumen. Dahin. Ja, der war doch gut gesetzt. So. Was bist du für eine Schriftrolle? Okay. Immerhin, dritter Versuch. Kannst du jetzt daran? Ein Gold. Schön. Darauf habe ich gewartet. Ganze 150 Folgen lang. So, was ist da drin? Zwei Gold? Oh. Huh. Ja, das tut weh. Ja, das tut weh. Ja, das tut weh. Komm weg da. Ja, das tut weh. So. Da geht es zurück zu der Tür, wo wir nicht durchkamen. Na, schauen wir doch mal. Noch einmal richtig abspeichern. Warum kann ich nicht speichern? Ich will einmal richtig speichern, genau. LP 97. So, und jetzt alle schön fix darüber huschen. Ich sagte fix im Rennen. Minsk ist noch langsamer. So, und im Rennen Fallen suchen wir immer. Bleibt meiner Tür stehen. Was haben wir für einen Raum? Ist das ein Tisch oder ein Bett? Und eine Trennwand. Oh, das sieht ein bisschen so aus wie bei dem Kiel. Also die Grabstätte, wo die vier Zwerge mit den Flammenschwertern standen. Nur, dass hier keiner drauf liegt. Keine Falle. Ja, dann war es wohl als Grabstätte gedacht und wurde dann, bis jemand gefunden wird, der gestorben ist, als Rümpelkammer missbraucht. Aber gut. Oh, da. Ein billiger Edelstein. Oh, Fallen. Und bist du abgeschlossen? Jo. Oh, das Schwert da kenne ich aus Baldur's Gate 2. Der Stab sieht auch ein bisschen anders aus als die normalen plus 2 Stäbe. Düner hier ist zu weit weg. Na gut, kommt mal rein. Es scheint hier so weit sicher zu sein. Nicht du. Du solltest dahin gehen. Du bist nur eine Geheimtür, ne? Ja. Dann guck du mal nach Fallen und währenddessen identifizieren wir hier. So, das Düner hier. Und du warst ein Flammenschwert. Ja, Langschwert plus 1, Flammenzunge. 1W8 plus 1. Plus 1 ist nicht so gut. Also, der Einzige, der momentan noch Einhandschwerter benutzt, ist Khaled. Und der hat das plus 2, das auch noch Frostschaden macht. Aber das hier ist der Knackpunkt. Plus 2 gegen Geschöpfe regenerieren. Also gegen Geschöpfe, die regenerieren können. Plus 3 gegen kälteverwendende Geschöpfe. Also Eisbären und Eiswölfe, die aber nicht so stark sind. Plus 4 gegen Untote. Davon bekämpfen wir eine Menge. Das ist schon mal schick. Gucken, wie es aussieht. Aber wenn es ein Flammenschwert ist, dann sollte es ja... Wow, genau. Dann sollte es ja brennen. Das sieht doch schick aus. Ja, das behält er erstmal. Ja, und falls wir irgendwann auf Kreaturen treffen, die Kälteschaden brauchen, dann wechselt er einfach kurz zurück. Wenn ich denn dann denke... So, du heilst dich kurz. Immerhin hat keine Fallen gefunden. Dann gehen wir dazu der Kreuzung und schau da. Du heilst so lange mit einer kleinen Heilung Minsk und du heilst dich nochmal. Und dann, oh, ja, da ist doch wieder eine. Der Rest drückt nach, du machst die Falle da. Und gehst weiter. So, du kannst schon mal hinterher und sie groß heilen.
Nicht, dass sie gleich wieder in irgendeine Falle tappt und dann ich neu laden muss, was ärgerlich wäre. Ah, apropos Falle, hier ist echt an jeder Ecke eine Falle. Du. Und weiter gucken. So, wo wollen wir überhaupt lang? Also da oben ist der Raum, wo wir nicht reinkamen. Das heißt, vielleicht gibt es ein Hintertürchen. Heißt, wir sollten erstmal da lang gucken. Oder darum. Na gut, erstmal hier. Ein Garagentor? Nee. Ach, sah ein bisschen so aus. Keine Geheimtür, kein... Was ist das? Na gut. So, das ist eine Sackgasse. Auch wenn es eine komisch aussehende Sackgasse ist. Also schauen wir mal hier. Der Rest kann auch aufrücken. Schaut es eigentlich mit Zaubern aus? Kein Feuerball, aber sonst, ja. Ja, schade, dass wir noch so niedrig Level in Anführungszeichen sind. Weil später, wenn man ins Level 20, 30, 40 ist, wenn man zu viel spielt, dann halten die Zauber wesentlich länger. Und dann könnte man auch jetzt einfach Spiegelbilder... Oh, das war schon wieder zu schnell. Könnte man auch jetzt wieder Spiegelbilder zaubern, ohne sich Gedanken zu müssen, dass es in 2 Minuten gleich wieder ausläuft. Och nö, momentan wären wir ganz gerne hier und nirgendwo anders, denn den Turm wollen wir endlich fertig machen. Da war ein Fragezeichen. Diese Tür kann nur mit einem speziellen Schlüsselstein geöffnet werden. Den einzigen Schlüsselstein, den wir bisher gefunden haben, war... Ne, das sind die alten... Genau, der Knochenschlüsselstein. Dann stellt sich im Moment mal genau davor und guckt nach Fallen und du läufst schon mal dahin. Aber das Rätsel zu dem Knochenschlüsselstein war, der Knochenschlüsselstein kann dahin gehen, wo das Fleisch nicht hingehen kann oder so ähnlich. Ja, okay, das Fleisch kann nicht durch die Tür laufen, aber... Ja, ist es nicht. Na gut. Das wird dann wahrscheinlich der Weg sein, der in den gleichen Raum führt wie hier oben. Ja, macht Sinn. Es wäre unwahrscheinlich gewesen, dass man einfach nur durch einen längeren Weg gehen in einen Raum kommt, wo man normalerweise nicht reinkommt. So, also hier ist Sackgasse, das müssen wir uns auch für später merken, für den Schlüsselstein. Da ist Sackgasse, gehen wir dahin. Allesamt dahin. Ah ja, übrigens, vielen Dank nochmal für den Tipp aus dem Baldur's Gate Forum mit dieser Formation. Die ist wesentlich praktischer in den engen Gängen hier. Stehen sie sich nicht ganz so häufig im Weg. So, aber Immun sollte immer noch vorgehen. Weil jetzt ist es natürlich auch für den Blitz praktischer, hier einmal durchzurasen. Noch eine Sackgasse. Na gut. Eine Sackgasse mit einer Falle? Das glaube ich doch wieder nicht. Nichts zum Anklicken. Na gut, der Rest läuft schon mal ein bisschen zurück. Immun bleibt noch eine Weile da und guckt nach Geheimgängen. Wir sind doch über so eine kleine Fitzel. Okay, das sieht Immun natürlich nicht, aber das sehe ich. Und ich bin neugierig. Na gut, nö, scheint da nicht weiterzugehen. Also das Einzige, was hier oben ist, ist die Tür, die wir nicht öffnen können. Merken wir uns einfach und wir gehen wieder zu dem Schleim hier. So, dann ging es hier eventuell noch weiter. Oh, noch viel zu erforschen. So, und ey, wo kommt ihr denn her? Ihr wart vorhin nicht da. Aber dann kann Karl gleich mal sein Flammenschwert ausprobieren. Husa, husa. Das sieht schon mal schick aus. Ach, gut, dass die Fernkämpfer, die auf dem Schleim stehen geblieben sind. Auch wenn der Schaden nicht so groß ist, aber trotzdem. Das ist eklig. Ja, Jahira, da bist du hellhörig, ne? Eklig, was, wie, wo? Ich will auch. Geh weg da. Boah, störrisches Vibe. Genau. Oh, ein Level Up. Und Immun ist gerade geschwebt. Geflogen? Nein, wie ist die richtige Konjugation von geschwebt? Ha. Er schwebte? Er, sie, es schwebte? Egal. Wir wollen ein Level Up. Auf Stufe 8, das ist doch super. Hier nix. 104 Lebenspunkte. Hast du jetzt mehr als er? Ne, er hat 105. Aber ist auch nur Level 7. Hat aber auch mal eben 2 Konstitutionen mehr. Na gut.
Da wir hier in Dullags Turm sind, wird erstmal wieder gespeichert.